Killer, Doktor, hat Paolo zu einem Resort gebracht, aber zu welchem? Oh ja, da hinten ist da was. Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Gott. Far Cry 6. Es tut mir sehr leid, das Tastaturkabel hat gerade so ein bisschen rumgehangen. Folge 48. Wir sind hier im Lager. Und, ja, ich soll ja zu Bicho gehen. Dahin. Reise ich mal schnell hier hin. The Vanishing. Was denn? Stranger Things. Ah. Hola, was du hast? Was hast du für mich? Dani, wir haben über Funk von einer Vorratslieferung erfahren. Schnapp sie dir vor der Armee. Danke sehr. Da muss ja ein bisschen laufen hier. Ach, wieder viel zu Fuß, weil ich hier mitten im Dschungel bin. Das gibt's doch nicht. Ah, Junge, ich lauf dort da jetzt nicht hin, Alter. Weißt du, wie weit weg das ist? Scheiße. Ja, hier ist ja auch nirgendwo was. Ah, gut, rechts von mir ist eine Straße. Okay, merke ich mir mal. Da ist meine Rettung. Eine Street. Über die Street bringt man ja nicht. Ohne ein Fahrzeug, was ich mir... Oh, perfekt. Dienstliche Libertad-Angelegenheit. Toll. Echt toll. Ja. Ja. Sorry. Ist gerade wichtig, du verstehst. Klappe. Was guckt ihr denn so? Dachte, du wolltest, dachte, du wärst auf meiner Seite oder so. Hast halt Pech gehabt, schau. Meter. Dann schauen wir mal, was Bicho will. Vielleicht geht es ja um Pablo oder so. Das wäre natürlich ganz nice. Was hoben die denn nur, weil ich auf der anderen Fahrbahn fahre? Also unglaublich. Unglaublich. Der Hubel ist verständlich. Ja, die Marquesa, die ist auch schon lange nicht mehr. Also, da ist Thalia so ein bisschen ausgeflippert. Achso, wir sind schon da. Stark sein. Bicho, stark. Dani, wir müssen das hinbiegen.
Ich dachte, Radio Libertad würde alles in Ordnung bringen. Aber es ist alles im Arsch. Thalia macht irgendeinen verrückten Scheiß. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Alles ist scheiße, seit Paolo weg ist. Mein Dealer schwört, er hätte ihn am Flughafen gesehen. Und zwar mit diesem Pisser Bembe. Danny, du darfst Paolo nicht gehen lassen. Er ist der Einzige, der Thalia vor dem Abgrund bewahren kann, Schwester. Ich wollte ihn schon selbst holen. Ich kam bis zum Flughafentor und dann, bumm, überall Soldaten. Ich habe mir nur ein bisschen eingepullert und bin abgehauen. Du weißt doch, ich kann nicht so gut mit Soldaten, Danny. Du musst Paolo zurückholen. Du musst alles in Ordnung bringen. Na dann. Das machst du vielleicht lieber unauffällig, Danny. Da sind eine Menge Soldaten. Rein vielleicht. Lieferung kommt außerhalb von Esperanza. Nahe der Bucht. Bitte bestätigen. Bestätigt. Wir kommen sofort. Komm schon, Danny. Du schaffst es vorhin zum Übergabepunkt. Ach so, ja. Okay, das war... Ja, Junge, ohne Straße hier, ich brauche eine Karre. Wollte ich Mission jetzt eigentlich gar nicht machen. Wo bist du da bloß reingeraten? Oh, geil. Hier starte, schießen die mich ab. Ist gar nichts. Achtung, unidentifizierter Pilot. Dies ist eine Flugverbotszone. Landen Sie sofort. Finger! Verlassen Sie mich. Die nicht aufräumen können. So, mehr wollte ich ja gar nicht. Verbotszone hin oder her. Dann hole ich mir es halt jetzt doch. So. Das gehört mir, ihr kommt mir das! Verstanden! Bewegung! Halt den Fall in die Enge! Ah, Freunde, so läuft das hier, ne? Unsers. Danny, du hast dich selbst übertroffen. Wenn das so einfach und schnell geht, dann nehme ich das ganz gerne mit. So. Mal da. Risiko hinterhalten. Nach gründlicher Untersuchung der Schwächen in unserer Versorgungskette sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass etwa 1 Kilometer entfernt von hier eine Schwachstelle gibt. Würde die Guerilla einen Hinterhalt an diesem Ort planen, könnte das schwerwiegende Folgen haben. FND Einsatzleitung, tja. Da. Tipptopp. Der Heli noch da? Ah. Den zurück, oder was? Ne? So, also, wo ist denn jetzt die Kacke? Hier. Danny und Danny gegen den Rest der Welt. Okay, nee. Wo ist denn der scheiß Flughafen jetzt hier? Da waren wir doch schon, da. Hol Paolo zurück, genau. Zack. Nee, ich wollte... Ach, das kann doch nicht wahr sein. Geh aus. Ja. Hier wird der Luftraum überwacht. Ich bleib besser am Boden.
Können wir ja machen. Reingeraten. Ah, cool. Ja, cool, wenn du mal aufhörst zu treffen jetzt hier. Ah, die Zigarre regelt alle Probleme. Hingehe, aber wo bist du, Paolo? Gott. Hat eine Panzerfaust. Muss zum Terminal gehen, bin ich doch jetzt. Ja. Ich muss Paolo finden. Echt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier wimmelt es von Soldados, die auf Paolo gewartet haben. Okay, ja, da drinnen habe ich nichts gesehen. Das sieht nicht gut aus. Paolo, wo bist du? Soll doch noch jemand sein, laut Karte. Da oben. Das lassen wir hier gar nicht bieten. Eine Sau. Drinnen. Ist keiner mehr. Ich muss zum Terminal gehen und ihn finden. Hier ist er aber doch gar nicht. Was soll denn das jetzt schon wieder für eine Scheiße? Ah.
Hier war ich noch nicht. Na gut. Die Luft ist rein. Das nennst du die Luft ist rein, ne? Besten Schild da jetzt einfach in der Launch. Ah, natürlich. Sorgfältig gefaltete Nachricht. Ich habe ein wirklich simple Bitte. Ein Erste-Klasse-Ticket nach Mexiko-Stadt über Miami. Ein Klient von mir hat seine Schulden beglichen und es steht ihm nun frei, die Schwingen auszubreiten. Wenn du das für mich besorgst, kann deine Mutter einen Arzt in Esperanza sehen. Sie muss in keine Segunda-Klinik mehr, muss nicht mehr warten. Ihr Krebs tut es ja auch nicht. Dein alter Freund Ben B. Er wollte wirklich abhauen, dieser Verräter. Hola, Roja. Ich würde gern glauben, dass du deinen guten Freund Bembe besuchst, aber wir wissen beide, dass du zu Paolo willst. Wo ist er? Er sollte jetzt eigentlich in einem Erste-Klasse-Flug nach Miami sitzen. Aber du hast ihn verkauft. Nein, 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 nein. Das war eine Überraschung. Ich wurde von Soldaten erwartet, Rojas. Also habe ich mich auf einen Deal eingelassen. Und dann hast du ihn verkauft. Für meine Freiheit und eine Provision. Aber ich bin nicht herzlos. Ich sage dir, wo sie ihn hingebracht haben. Er ist jetzt in einem Resort in Barrial. Wenn sie ihm was angetan haben, bist du dran. Versprechen, versprechen. Wenn ich du wäre, würde ich mich beeilen, Rojas. Paolo ist nicht gerade in guten Händen. Tiger. Klar, Doktor hat Paolo zu einem Resort gebracht, aber zu welchem? Oh ja, da hinten ist da was. Oh ja, wunderbar. Na da, Schnellreise während des Kampfes ist möglich. Ja, ja, gut, ich muss aus dem Gebiet raus. Ab in meinen kaputten Heli, Alter. Ich muss woanders starten. Nö, ich starte hier. Achtung, wer auch immer Sie sind. Sie dringen unbefugt in diesen Luftraum ein. Kehren Sie um, sonst schießen wir. Scheiße! Hey, Bicho. Du hast Paolo! Du bist eine echte jaranische Heldin! Sei mal kurz still! Er wurde gefangen genommen und in ein scheiß Resort gebracht. Ein Resort? Was bedeutet das? Geht es ihm gut? Ist es ein schönes Resort? Bicho, ich melde mich, wenn ich ihn habe, okay? Ja, gut. Also. Inder. Und das machen wir dann erst in der nächsten Folge, Freunde. Ja, da geht's dann an dieser Stelle weiter. Du. Ja, du. Bist du denn? Ach, automatisches Geschütz, ja? Gebola. Ich habe noch eine weitere Flugabwehranlage aus dem Netzwerk der Armee gefunden. Ich habe sie dir auf der Karte markiert. Danke dir. So, nächste Folge gehen wir dann zu den drei Zielen. Sind jetzt alle nicht mehr so weit weg. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.